Was geht ab? Herzlich willkommen hier bei unserem Street Iftar. Heute zu Gast bei uns der liebe Ashraf. Gemeinsam mit Ashraf werden wir den Leuten heute ein paar neue Haarschnitte verpassen. Sie werden von uns neue Kleider kriegen, warme Speisen. Wir nehmen euch mit auf dieser Reise. Stell dich vielleicht einfach mal kurz vor, Ashraf, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Was geht? Ich bin Ashraf. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin der Gründer von 6PM. Erzähl mal ein bisschen, Ashraf. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden und warum bist du heute hier? Also ich bin ja Frankfurter. Ich bin auch in Frankfurt geboren und ich kenne eigentlich schon mein ganzes Leben halt die Leute hier am Bahnhof, wie die hier versauern. Und irgendwie die Leute die Straßenseite wechseln, wenn die hier irgendwie langlaufen. Und ich fand das immer sehr, 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 sehr traurig und habe mich auch immer gefragt, so, wie kann es sein, dass denen keiner hilft? Dann habe ich ein YouTube-Video gesehen, nee, ein TikTok habe ich gesehen, von Stimme der Straße, wurde mir auf meiner For You-Page angezeigt. Und dann bin ich auf Kleben geblieben irgendwie auf der Seite. Hab dann locker 2 Stunden oder so YouTube-Videos und TikToks und alles so nachgeholt. Und dann habe ich mich direkt gemeldet und habe gesagt, okay, ey, yo, ich will das Ganze hier unterstützen. Und ja, jetzt sind wir hier. Man muss auf jeden Fall an der Stelle sagen, der Bruder hat sein Wort gehalten. Ein Mann, ein Wort. Ashraf, ich denke, du hast viele in deiner Community, die dich als Vorbild sehen. Und genau aus diesem Grund haben wir so verdammt viele Anfragen bekommen. Ich möchte mich an der Stelle nochmal vielmals bei euch dafür bedanken. Jedoch mussten wir das Ganze etwas kleiner halten. Deshalb verzeiht, dass ich nicht jedem antworten konnte. Ja, und auch wegen der Sicherheit und sowas. Ich glaube, es hätte am Ende wenig Sinn gemacht, wenn wir hier mit 100 Mann stehen würden und nicht das umsetzen können, was wir vorhaben. Es war auch eher so eine spontane Aktion, dass ich irgendwie gesagt habe, ey Bro, lass uns das jetzt so schnell wie möglich machen, dass wir das einfach so schnell auf die Straße bringen, weil ihr kennt das ja voll oft, man nimmt sich Sachen vor, man schiebt und dies und das und ich hatte darauf gar keinen Bock und ich glaube, du hattest ja auch keinen Bock darauf. Wir wollten ja so schnell wie möglich die erste Aktion machen und vielleicht können wir ja irgendwie in der Zukunft mit mehr Vorlaufzeit, was wir auch gesagt haben, mehr Vorlaufzeit, dann können wir noch mehr Leute von euch integrieren und auch so ein riesen Ding daraus machen. Und also ich freue mich auf die Zukunft. Ashraf, erzähl uns mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Du bist heute in einer Position, wo du anderen Leuten helfen kannst. Das war aber nicht immer so gewesen. Ich glaube, du warst selber mal in einer Position, wo du die Hilfe gebraucht hast. Erzähl uns mal ein bisschen was davon. Ja, safe. Also ich würde sagen, ich komme aus einem normalen Elternhaus. So. Ab irgendwie mit 20 wollte ich so meinen Traum leben, wollte hier irgendwie meine eigene Brand gründen. War die ersten 3 Jahre sehr, sehr schwierig, hatte sehr, sehr viele Struggles, sehr, sehr viele Probleme. Hatte auch finanzielle Probleme dadurch und mir ging es auch eine Zeit lang nicht gut. Aber ich habe daran geglaubt, meinen Traum durchgezogen und ja, jetzt bin ich hier, wo ich bin und versuche anderen Leuten zu helfen. Sehr, sehr stark. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Viele Leute vergessen leider, wo sie heutzutage herkommen, nachdem sie ein bisschen Geld verdient haben. Deshalb schätze ich es umso mehr, dass du heute hier mit uns gemeinsam vor Ort bist und etwas verändern möchtest. So Leute, jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mal in die Kommentare rein, wer mit uns hier als nächstes mit anpacken soll. Was geht ab? Schönen guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Primark. Wir haben eine coole Aktion mit dem Bruder Ashraf gestartet. Jetzt gehen wir da rein. Wir nehmen euch ein bisschen mit. Wir holen ein paar Socken, Unterwäsche für die ganzen Leute auf der Straße. So, das sind die ersten 10. Ein damit. Schöne Bluse. Ein paar Socken. Ja, normal. So, Leute, jetzt noch Unterwäsche. Auch in Schwarz. Das wird auch immer gut auf der Straße gebraucht. So Leute, schau mal, wir haben hier einmal die Liebe. Wie ist dein Name? Shadow. Die Shadow hat gerade ein schönes Paket von uns bekommen. Ja. Wir wünschen dir viel Spaß. Erzähl mal, wie ist es gerade abgelaufen? Ja, ich bin halt vorbeigekommen und hatte halt nach Kleingeld gefragt. Das hatte der junge Mann leider nicht. Aber er hatte für mich diese schönen Sachen von Primark. Darüber freue ich mich noch viel mehr manchmal sogar über Geld. Das freut mich. Ja. So schnell kann man Menschen eine Freude machen, oder? Ja. Nur ist ja nicht mal eine Kleinigkeit, Primark ist schon ein bisschen. Das ist schon was, ne? Alles kaufen müsste, ne? Ja. Also, ich wünsche Ihnen viel Spaß damit, ja? Machen Sie es gut. Alles Gute für Sie. Danke. Ciao. So,
So Leute, was geht ab? Wir haben ja einmal den lieben Nebel. Nebel, wie geht's dir, mein Freund? Salam alaikum, hallo ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, freut mich heute, ein Teil davon zu sein. Nur Liebe, inshallah. An der Stelle vielen lieben Dank an den Bruder Nebel. Der hat auf jeden Fall hier, wie viele Sandwiches hast du heute klar gemacht? Wir werden bei 250 landen, bis 260. Okay Leute, und jetzt sagen wir euch mal, wie viel wir bestellt haben. 100. Der Bruder hat noch von sich selber draufgehauen. Respekt an der Stelle. Vielen, vielen lieben Dank. Nicht selbstverständlich, muss man an der Stelle sagen. Nur Liebe an euch. Vor allem in der heutigen Zeit. Die Leute denken viel an sich selber. Nein. Und nicht an die anderen. Wir nicht, Alhamdulillah. Wir nicht. So muss das sein, Bruder. Ja? Danke. Checkt auf jeden Fall auch Nebel unbedingt bei TikTok ab. Sehr unterhaltsam. Foodbusters, das heißt du dort. Genau, genau. Unbedingt abchecken. Ich bin auch immer ein sehr, sehr treuer Zuschauer. Checkt das Ganze ab auf jeden Fall hier. Foodbusters. Wir haben eine extra Maschine und mühlen unseren Pfeffer selber. Ja? Ich hole sogar die Pfefferkörner aus Marokko. Ja. Und Salz, immer sagen alle, ja, eigene Salz- und Pfeffermischung. Es gibt 18 verschiedene Salzsorten. Ja? Und wir benutzen entweder Meeressalz oder Himalaya-Salz. Jetzt haben wir zurzeit Himalaya-Salz. Wollen wir ihn gleich in die Halal-Sauna schicken? Sofort. Machen wir. Ja, ist Halal, 100%. Ja? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Männer und Frauen sind getrennt. Eine Scheibe, leckere Scheibe Käse drauf, die Glocke und sorgen dafür, dass er jetzt erstmal ins Schwitzen kommt. Und jetzt ist er, wie gesagt, in der Halal-Sauna. Endgame, Habibi, Endgame. Und jetzt smash ihn, Bruder. Das ist schon mal unsere kleine Vorarbeit. Ja, das sind die ersten 100 gleich kommen. Nein, die ersten 130 gleich kommen nochmal 110 bis 115, aber in einem anderen Look. Ja, die da sind jetzt nur mit Chicken, Gemüse und Käse. Ein paar auch ohne Käse. Der unterste Kiste ist ohne Käse für Laktosetoleranz. Gut mitgedacht. Ja, ja, wir haben an alles gedacht. Wir haben an alles gedacht. Ja, wir haben an alles gedacht. Schärfe machen wir auch separat. Da haben wir extra, benutzen wir auch kein Pulver oder irgendeinen Schrott. Da haben wir extra Chilis gegrillt. Ja, gegrillte Chilis haben ein ganz anderes Aroma. Oh, ist das schon diese Riechkamera? Riecht ihr das? Nebel, du machst alles richtig, Bruder. Jetzt weißt du warum? Ich habe ihm so ein bisschen erzählt, wer heute kommt. Und er so, ah, von Ding und so. Letzte Woche Sonntag habe ich so einen Typen gesehen, der so Food-Sachen testet auf TikTok. Der sagt immer so angeblich, bester Korean Fried Chicken, angeblich, ja, sagt er immer. Ja, 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 und ich glaube, er war einmal bei dir. Genau. Und dann wurde mir dein Video vorgeschlagen von dir selber und dann habe ich es gesaved und habe dann letzte Woche Sonntag meinen Kollegen, der da auch da ist, Bruder, lass mal dahin. Da meinte er, es hat das heim, lass mal hin. Meine ich so, okay, lass da hingehen. Warum bist du nicht gekommen, Bruder? Ich hätte mich verrückt gemacht. Ich hätte es auf eurer Liste, Bruder. Ich wäre verrückt geworden, wenn du gekommen wärst. Guck mal, weißt du, was ich schätze, Nebel? Ich kann mir vorstellen, viele Leute, mit denen wir das jetzt zum Beispiel gemacht hätten, die hätten jetzt gesagt, okay, wir nehmen das billige Fleisch, wir nehmen jetzt ein bisschen was weniger Wertes oder wir machen das einfach so simpel, wie es geht. Nein, ein bisschen Hähnchen rein und Nein. Das würde ich niemals machen. Dann hätte ich ein schlechtes Gewissen. Ja? Wir hätten auch fertige Patties nehmen können. Das wurde mir auch empfohlen. Ja? Aber ich habe gesagt, warum soll ich dem Bruder, nur weil er die Mittel dazu nicht hat, ein billiges Patty geben, was ich nicht essen würde? Ja? Wo würde ich dann ein guter Mensch sein oder etwas Gutes machen, wenn ich etwas weggebe, was für mich nicht wertvoll ist? Deswegen habe ich gesagt, guckt es euch an, Top-Qualität, frisch gewolft, ja? Reines Rinderhackfleisch mit einem ungefähren Fettanteil von 18-20%. Ja? Keine Farbveränderungen, kein graumeliertes, also mega, mega Qualität. Ich habe gestern sogar deinen Livestream gesehen, wo du gekocht hast. Ja, und? Ja. War gut? Du hast so Paprika, so, ja. Rot. Hast. Ich habe doch alles gesehen, Digga. Alter, wie geil. Alles gut. One Teffi, Kachal.
legst du drauf. Okay, jetzt können wir einfach jedem so ein Baguette geben, ne? Okay. Wenn jemand Baguettes will, kann er sich hier was holen. Hat jemand Hunger? Wir sind am Filmen, wenn ich drauf will, nicht ins Video packen. Baguettes. Baguettes mit Hähnchen, hier. Hier, Jungs, hier, Jungs. Gerne, 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 gerne. Will er Baguette oder? Dann glaube ich, Baguette ist einfacher zum Essen. Ah, für dich? Ey, können wir da einfach hingehen und den einfach anbieten? Habt ihr Hunger? Ja. Hier ist Besteck. Hier ist noch warm. Praise my man. Hunger? Gerne. Danke, danke. Besteck? Das ist bitte schön. Danke, schön. Danke. Ja, ja. Besteck? Ja. Gerne. Gerne. Hat jemand noch Hunger? Ja, klar. Hast du? Okay, perfekt. Brauchst du eine Serviette? Ich liebe euch. Wollt ihr Schlafsäcke? Ja, gerne.
Schlafsäcke? Ich hab noch einen Bruder da. Dann hol. Dann ho- ah, ja, hier. Schlafsäcke! Der muss kommen. Schlafsäcke. Geholfen hast. Ja. Das ist so ein Dauer, gedacht, hier nochmal das Bild. So Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen. Wir möchten uns an der Stelle nochmal vielmals bei dem Bruder Ashraf bedanken. Dank ihm und seiner Community konnten wir heute das Ganze hier umsetzen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zuschauen und erzähl mal, Ashraf, wie fandest du das Ganze heute? Ich fand's super gut, super, super, super nice. Die Leute haben sich richtig, richtig krass gefreut. Hier waren extrem viele Leute, die geholfen haben. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. So. Ihr könnt doch mal erzählen, was wie es ihr fandet. Ja, sehr geisteskrank auf jeden Fall, diese Aktion überhaupt zu machen. Also ohne Ashraf wäre das, glaube ich, nicht so in der Größe möglich gewesen. War auf jeden Fall sehr heftig und... Ja, hat uns auf jeden Fall alle gefreut. Ja, ich muss echt sagen, größten Respekt an Ashraf. Das ist ermöglicht mit seiner Community. Er macht schlaue Dinge. Ich meine, wer nutzt seine Community so positiv und bringt sie ein in die Gesellschaft, hilft den armen Menschen. Hammer. Keine Worte. Da können sich auf jeden Fall einige eine Scheibe davon abschneiden. Macht das Ganze nach, Leute. Wenn ihr seht, dass jemand Hilfe braucht, schaut nicht weg, sondern hilft, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. An der Stelle nochmal vielen Dank auch an euch Jungs, dass ihr alle da wart, dass ihr hier so tatkräftig mitgeholfen habt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. So Leute, am Ende des Videos noch ein paar Worte von mir. Wir möchten uns an der Stelle vielmals bei Ashraf bedanken. Ich bin kein Mann der großen Worte, aber ich glaube, der Bruder hat es uns vorgemacht. Egal ob arm oder reich, wir Menschen sind alle gleich. Und wir sollten versuchen, uns gegenseitig die Hände zu reichen. Denn wer weiß, vielleicht brauchst du morgen auch Hilfe. Ich möchte schon an der Stelle noch einen kleinen Denkanstoß verpassen. Und zwar das in dem ganzen Trubel gar nicht bewusst, aber alleine an diesem Abend konnten wir 800 warme Mahlzeiten verteilen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und das alleine nur am Bahnhof. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Hilfe da draußen benötigt wird? Deshalb schaut nicht weg, wenn ihr die Möglichkeit habt. Gemeinsam stark konnte nur mit einem Telefonat eine Familie mit einem kleinen Jungen vor der Straße bewahren. Und ihr hättet das Lächeln der Familie sehen müssen, Freunde. Das ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. An der Stelle bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Und schreibt mal in die Kommentare, wen wir als nächstes einladen sollen. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen.